Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Trucker Talk, die dritte. Heute mit mir mal wieder dem Kingsplay an Bord, Tizian. Hallo. Und unser Besücherchen zwischen uns, Nemeko. Hallo. Und heute, nachdem wir letztens so ein bisschen heikleres Thema hatten, sage ich jetzt mal schon Killerspiele, oh, böses Ding, haben wir heute mal wieder rund um die Spieleindustrie ein bisschen so abzuwickeln. Also Publisher, Spieleentwicklung überhaupt, wie die ganze Industrie entwickelt hat und so weiter und so fort. Das ist doch ein sehr großes Feld, wenn man allein schon Indie-Spiele sagen möchte, dabei im gleichen Atemzug. Das ist riesig. Aber bevor wir anfangen, und ihr seid natürlich ein bisschen neugierig, dass wir mal ganz, ganz kurz und knapp Nemeko sich so ein bisschen vorstellt, euch was sagt zu sich. So viel gibt es zu mir eigentlich gar nicht zu sagen. Ich habe einen Let's Play-Channel seit, ich glaube, jetzt sind es bald 2 Jahre. Ich mache 4 Retro-Spiele dabei, was eigentlich gar nicht so anfänglich geplant war, ehrlich gesagt. Ich würde einfach nur Spiele nachholen, Singleplayer-Spiele, die ich vorher nie gespielt habe, weil ich Singleplayer-Spiele immer gehasst habe. Und deswegen ist da irgendwie Retro so raus geworden, weil es halt viele Klassiker sind. Und ansonsten spiele ich extrem gern Ballerspiele, muss ich sagen. Ich bin total Anti-Klischee-Frauenspiele, von daher, ja, das ist eigentlich auch schon alles Interessante zu mir, muss ich gestehen. Ballerspiele? Ja, ganz böse. Der Killerspiele, da hättest du mal letzte Woche dabei sein sollen. Das ist ja brutal hier. Das wäre total mein Ding gewesen. Ja, genau. Hätten wir gleich gucken können, inwiefern, welche Auswirkungen denn Ballerspiele auf Nietzscheans Sozialverhalten hat. Oh Gott, ob sie dann auch schon durch Diskotheken gerannt ist und rumrempelt oder sonst irgendwas macht. Das mache ich auch so im Alter. So, okay. Da brauche ich keine Diskotheken für. Ah, lol. Ja. Das wäre, glaube ich, so lustig zu sehen, wie deine Truckerfahrten da gerade so enden. Ich versuche gerade noch mein inneres Yin und Yang zu finden, damit ich nicht austicke. Ja, das werden wir ja später sehen. Ja, Gaming-Industrie. Krass, ne? Es ist tatsächlich ein Thema, was ich mir gewünscht habe. Ne? Ja. Und ich finde dieses ganze Thema extrem interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich weiß jetzt nicht, wie ihr das so aufnimmt. Oder insgesamt, ich weiß gar nicht, bist du viel auf Twitch unterwegs? Oder eher so YouTube, wenn du dein Gaming-Content selber genießt, konsumierst? Also wenn auf Twitch eigentlich nur 2 bestimmte Streamer. Ja, okay. Uns beiden natürlich, danke schön. Natürlich ausschließlich die beiden, meine beiden Kollegen, sonst gucke ich niemanden, ist auch sonst gar nicht sehenswert. Und ansonsten eigentlich nur YouTube, muss ich gestehen. Da auch natürlich hauptsächlich ihr beide, aber auch noch andere. Ja, okay. Ja, man muss ja auch ein bisschen Abwechslung haben, ne? Richtig, und wir machen ja auch nicht 24-7 Beschallung, also von dem her ist es natürlich verständlich, dass du hin und wieder mal was anderes guckst. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja viel auf Twitch unterwegs und da kriege ich extrem die ganzen Hypes mit. Gerade jetzt ist ja vor kurzem, also eigentlich heute, wo wir es aufnehmen, aber ich sag mal jetzt vor kurzem, ist ja No Man's Skies released für den PC und es geht tierisch ab. Es geht tierisch ab. Ich gebe dem das eine Woche. Ich auch nur. Also das Game an sich ist, für mich ist es Subnautica im Weltall. Ich weiß nicht, kennt ihr Subnautica? Mhm. Ja, also für mich ist es nur Subnautica im Weltall. Es ist ein bisschen cool, dass man so die Welten wechseln kann und so weiter und so fort. Aber ja, es ist, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie sich das irgendwo entwickelt. Ne? Ich finde auch, und das ist auch wieder so ein entscheidendes Thema, ich finde diesen Preis für diesen Titel extrem überteuert. 60 Euro, nur damit du ein Spiel, genau, das muss man dazu sagen, warum wir der Meinung sind, haben wir vorhin kurz drüber gesprochen, das Spiel selbst, das sagen die Entwickler immer und immer wieder, weil es schon negative Kritiken gab ohne Ende, dass das Spiel, da ist jetzt nicht so direkt der bewusste Spaß eingebaut, wie hier ein Event, da dies, da das, da der Modi, sondern der Spaß soll daher stehen, dass du das Erkunden ist der Spaß. Und da habe ich schon gleich einen Einwand gebracht. Du hast seit Jahren Spiele. Du hast von Rust über Dings über Bums, The Witcher. Nahezu 90% aller Titel sind darauf ausgebaut. Assassin's Creed. Wo holst du denn Spaß raus? Du musst erkunden. Du kannst nicht nur, auch nur die Quest verfolgen. Allesamt, du musst erkunden. Ich habe davon manchmal schon echt die Schnauze einfach voll. Ganz einfach. Ich bin mal froh, wenn es noch ein Singleplayer-Spiel gibt, was mir sagt, hier roter Faden, folgen. Manchmal, nicht immer. Ist aber wirklich so. Und das Spiel hat nur erkunden. Es ist geil, von Planeten zu Planeten und einfach mal abzuheben und weg da. Und das ist es. Und dafür 60 Euro? Das ist schon ein sehr, sehr krasser Preis, ne?
Wie siehst du das dann, Nietchen? Also mit den Games, wo du so unterwegs bist? Ich muss gestehen, dass mich gerade diese Erkundungsspiele überhaupt nicht reißen, weil ich bin tatsächlich so ein Mensch, ich brauche einen roten Faden, ich brauche eine Story. Ich muss irgendwas, selbst Assassin's Creed hat für mich eine Story. Es hat natürlich diese Erkundungselemente und wenn ich hier quatsche, fahre ich fast ins Abseits, super. Aber ich auch gerade. Aber es hat halt eine Story, der ich folgen kann, wann immer ich möchte und die hat halt auch wirklich dann ihre Mission. Und wenn ich aber nur auf irgendeine Weltallgeschichte losgelassen werde, ist mir scheißegal, wie viele Planeten ich erkunden kann, ich habe halt überhaupt nichts anderes zu tun. Und ich habe ja auch gelesen, dass es wohl versteckte kleine Hinweise auf eine Story geben soll. Mal immer mal wieder soll dir irgendein Alien irgendwas droppen. Aber so alle 15 Stunden mal so einen kleinen Hinweis zu bekommen, dass es eventuell doch noch eine Geschichte ganz im Hintergrund gibt, ist mir nicht genug, um mich am Ball zu halten. Also da gucke ich 10 Minuten rein und dann war es das für mich. Da ist kein Daueranreiz für mich gegeben, dieses Spiel zu spielen. Ja. Sehr gute Meinung. Und ja. Ich hätte das wahrscheinlich vor 10 Jahren so gewesen, eine andere Nummer, was ganz anders gesagt, weil es sowas nicht gegeben hätte. Und ja, genau, da kommen wir nämlich 10 Jahren. Genau, da kommen wir nämlich mal zur Entwicklung. Da starten wir mal direkt damit. Die Entwicklung, wo geht's hin? Wir drehen jetzt mal, ich würde gern, so komisch das klingt, tatsächlich fast 20 Jahre zurückdrehen, 95, da kann man schnell abwickeln, da gab es sowas wie X-Wing und sowas alles, also da begann es, dass es 3D, oder ein 3D in Spielen und sowas, da kamen die großen Klassiker wie Civilization, Heroes of Might, Magic, bla, also unendlich viele sind da geboren worden, die Grundlagen für alle für Strategie jetzt, da begann es. Ja, und dann drehen wir mal einfach so ein Soft weiter, das war, da gab es einfach die Klassiker. Wann war denn damals noch C&C? Command & Conquer, der erste Teil? Oh, wann war? Ich glaube auch in den 90ern. Irgendwie. Also ja, Mitte 95, irgendwie sowas. Es kam urplötzlich Schlag auf Schlag in vielen Jahren. Die Klassiker schlechthin, die Grundlagen, die Serien jetzt immer noch aufbauen und. Ja. Und ich sag mal, ab den 2000er, da nahm es dann so die Wende an. Da war erstmal sowieso Kriegsspiele. Call of Duty, Battlefield, das war. Du hast ja kein Spiel mehr gehabt ohne irgendwelchen Weltkrieg. Fand ich. Und die Entwicklung. Okay, dann ging es aber langsam los. Dann kam, es muss mehr Tiefe haben, es muss mehr dies haben. Dann fand ich, begannen die Ansprüche. Anno hatte ja auch seinerzeit schon längst begonnen. Ja, stimmt. Und Anno 1602, oh, das habe ich noch, das hat noch eine Grafik gehabt, das gibt heute meinem Kind in der Hand. Das sagt, ja, genau. Das sagt, hier, guck Pokémon Go, voll geil. Aber Anno, das, also die Entwicklung der Spiele selbst, muss ich sagen, hat natürlich einen Fluss. Ne? Die Zeit geht mit. Aber was jetzt? Und jetzt gehen wir darauf ein, die Spiele kann man abwickeln, die entwickeln sich, ja, ja. Aber die Spieleindustrie entwickelt sich schlecht, meiner Meinung nach. Da klasse, glaube ich, sind wir jetzt mal auseinander. Anhand der Spieler, das, was konsumiert wird. Also viele zum Beispiel, ich werfe im Raum massig DLCs. Season Pass. Ja. Früher hast du dir Anno gekauft in einer Packung. Fertig. Du hast das gesamte Spiel, es war da. Hatte vielleicht auch mal ein paar Fehler gehabt. Es war da, es war fertig. Ja, das war ja so zurück. Und jetzt pack mal eine Packung aus, die sowieso noch ein Key beinhaltet. Das Spiel ist nicht fertig. Da fehlt was. Es wird bewusst rausgeschnitten. Total War Warhammer wird eine ganze Fraktion rausgeschnitten. Eine der wichtigsten. Der wichtigsten überhaupt. Wird rausgeschnitten. Du musst es kaufen. Das Spiel ist nicht fertig. Es hat Bugs. Es wird nachgepatcht. Die Spielindustrieentwicklung, was das betrifft. Wie gesagt, ich hol schon gleich mal so Rundumschlag aus. Ist schlecht. So, mein ganz kurzes Resümee, bevor wir jetzt komplett mal auseinander loslegen. Ja, genau. Also dieses, das finde ich auch sehr interessant, diese Entwicklung, gerade diese DLC-Politik, ne? Das ist ja das, was du gerade eben auch sagtest. Früher war es so, du bist in einen Laden gegangen, ne? Hast dir ein Spiel, so wie Anno, gekauft. Das ist sogar bei mir der Fall gewesen bei Anno 2070. Da bin ich in den Laden gegangen, habe mir das Spiel gekauft und dann irgendwann habe ich, glaube ich, nach einem halben oder nach einem Jahr oder nach eineinhalb Jahren mitgekriegt, oh, das gibt ein Add-on dafür. Und bin wieder in den Laden getigert und hab mir das dann geholt. Ne? Ja. Das ist auch irgendwie, ist dieses ganze, diese ganze Beschaffung der Videospiele hat sich auch grundlegend geändert, meiner Meinung nach. Also, das, was es früher mal gab, du hast irgendwie über irgendwelche PC-Zeitschriften erfahren, dass es jetzt irgendein cooles Game gibt. Und heutzutage ist das Erste, was sich bei meinem Computer öffnet, wenn ich ihn starte, Steam. Ja. Und da sehe ich sofort, ah, alles klar, das kommt bald raus, uninteressant, uninteressant, weiter und so weiter und so fort. Finde ich aber auch irgendwo ein bisschen schade, weil jetzt richte ich meinen Fokus sehr, sehr stark auf Spiele, wo ich von vornherein denke, dass sie mich interessieren.
Früher habe ich auch nochmal in andere Spiele reingeguckt und dann vielleicht ganz andere Genres dadurch kennengelernt. Ja gut, ja. Aber dem entgegenwirkt ja dann die Indie-Szene, oder? Ich meine, die lockt ja immer mit kleineren Titeln, die komplett abseits von den Mainstream-Titeln sind und mal komplett andere, weiß ich nicht, Spielerlebnisse liefern. Ich finde, da gibt Indie schon eine schöne Alternative zu früher, wo du nur halt quasi die großen hattest und jetzt hast du auch mal ein paar kleinere Sachen, die auch eigentlich nie so teuer sind wie die großen. Indie-Spiele, finde ich, sind aus Trotz entstanden, weil du nicht das bekommst, was du als Spieler möchtest. Ja. Du möchtest auch mal was Kleines. Assassin's Creed, jedes Jahr das Gleiche. Call of Duty, jedes Jahr das Gleiche. Du musst wieder auf den Turm steigen bei Assassin's Creed. Hey, ich habe was erreicht. Hey. Wobei, Indie-Spiele bedeutet ja eigentlich auch immer kleines Entwicklerteam. Ne? Kleine Entwicklerteams, die sich damals nicht leisten konnten, CDs zu pressen. Ne? Und jetzt können sie halt ihre Software... Guck dir Stardew Valley an, ne? Der eine Dude, der in seinem Haus... oder zu Hause da das Spiel programmiert hat. Ja, und jetzt so ein Topseller raushaut, ne? Ja, aber auch also, wie viel Liebe darin steckt. Sorry, aber Stardew Valley ist einer der Titel, wo ich mir dachte, ey, das habe ich verschlungen, das habe ich geliebt. Vielleicht nur für 20 Stunden am Stück, aber ich habe es echt geliebt. Das ist einer der wenigen Spiele, die mich mal wieder komplett in den Bann gezogen haben, ohne dass es eine mega Grafik gezogen hat oder dass es 10 Jahre vorher groß gehypt worden ist oder ähnliches. Und das finde ich echt gut. Ich finde es gut, dass es diese Möglichkeit gibt. Das ist das, was alle gewollt haben. Genau das, was er hat. Es ist das. Ich habe immer schon mal gesucht, gibt es nicht sowas wie Harvest Moon für PC? Ja, ich hatte wirklich immer Bock drauf, auch als erwachsener Mann mehr oder weniger. Ist nicht schlimm. Also. Nein. Du hattest Lust drauf, aber es gab sowas nicht. Und dann kommt der Titel um die Ecke, ist da in den Charts und bam. Es ist genau es ist das, was du eigentlich auch mal haben möchtest. Mal ein bisschen was abseits. Du möchtest ein Spiel mit einer übelst guten Atmosphäre, also wo der Sound dich umhaut und. Da brauchst du fast nicht diese großen Publisher durchgehen. Fast ganz, ganz selten mal, dass du dann ein Spiel hast, wo du sagst, wow, kein Effektfeuerwerk, wie keine Scripts und was richtig schön ist, was mich fesselt, zum Beispiel This War of Mine. Ist einer meiner Spielefavoriten. Erstmal ich bin Musik-Nerd. Also wenn die Musik so passig ist oder Klavierspiele oder sowas die Richtung, da gehe ich ab. Ist wirklich so. Und die Kriegsgeschichte, weil das Spiel, ich mag es ja solo sowieso ganz gern, und so eine Geschichte bildet, du bist drin, du kannst das mit den Menschen vorstellen, du kannst die Menschen ja selbst Namen geben, du kannst eine eigene Story basteln und dann mit denen spielen. Wenn dann einer stirbt, wenn du dich bemühst im Krieg, weil wenn du nicht nach Hause kommst, kriegt das Kind nicht was. Also wenn man sich mal ein bisschen wirklich reinsteigert, das hat mir nicht ein einziges AAA oder 10-fach-A-Titel gegeben. Gibt's nicht, geht nicht, gab's nicht. Das ist das. Indies sind die Spiele, für die Verkappten. Ich weiß es nicht. Also aber auch ein Haufen Müll in der Indie-Szene, ne? Muss man auch ganz ehrlich sagen. Ohne Ende. 1 Million Indie-Spiele, 900.000 davon im Pixel-Look. Raus. Es gibt ja auch viele, es gibt ja so einen RPG-Maker, mit dem man, Softwareentwicklung baut ja vieles auf Frameworks auf und da ist ja so ein RPG-Maker auch, dass du da die Grafik übernehmen kannst, ein paar Sachen austauscht und so weiter und deine Story nur reinpackst. Mhm. Und da fehlt es leider bei manchen Spielen, ne, an der Story. Also egal, was man jetzt spielt, es muss halt irgendwo eine gewisse Story haben, ne. Obwohl ich auch da wieder einwerfen muss, dass es echt gute RPG-Maker-Spiele gibt. Ja? Von kleinen Moddern, die quasi sich im Foren austauschen. Da gibt's echt schöne Sachen wie To the Moon oder so, was auf RPG Maker basiert. Und kleinere so Pseudo-Horror-Spiele, die eine echt witzige Story haben. Also wenn man sich da so ein bisschen durch die Foren fuchst und auf das hört, was so Leute halt empfehlen, die in der Nische halt unterwegs sind, dann kann man da schon kleine Perlen entdecken, die auch Spaß machen. Okay. Ja, dann bin ich da anscheinend zu wenig unterwegs. Also es gibt schon, da muss ich zustimmen. Also Indie-Titel, es ist immer so verrufen. Wenn du hörst Indie-Titel, denke ich persönlich, Pixel-Look, RPG-Maker, schaust du mal. Aber es gibt wirklich viele, viele kleine Schnittchen, wo ich sagen muss, für ein Abel und Ei für 2-3 Euro und mit denen habe ich mehr Spielzeit auf dem Puckel als mit, wie gesagt, irgendeinem der riesen bekannten großen Tieren. Ja, das ist... The Witcher oder sowas. Ja. Du hast es nicht gesehen, aber ich habe ganz groß genickt und dir zugestimmt. Oh, aufhören. Oh, hör auf. Leute.
rockers here jamming day and night. Have got a real tough job to stand up to. Highballing down a highway in a big long diesel rig is not a job just anyone can do. But there's a lot of credit due to a fine group of girls. They're the truckers' wives who wait for their men. When they kiss them goodbye and watch the taillights fade, it's a lonely wait until they're home again. He may be gone 3 days or maybe 2 weeks, and everything is left in her care. Like paying bills and cutting grass and fixing kids their meals, she's the woman behind the man behind the wheel. She's the woman behind the man behind the wheel.